Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play an Epic. So, ich habe mir im letzten Part das Leben etwas leichter gemacht, indem ich eine Abkürzung schuf, die etwas sinnvoller war, die ich hätte schon lange bevor erreichen können. Aber ich habe mir jetzt auch die letzten Parts angeguckt, um mir mal ein bisschen Überblick zu verschaffen, beziehungsweise um mögliche Lösungswege herauszufinden, um die Pots zu bekommen. Und zwar, wenn ich mich jetzt nicht korrekt verirre, wie es ein standardmäßiger Charakter allgemein je tun würde, dann müsste ich erstmal zum Scheißhaus, den neuen Umweg, den wir gefunden haben, beziehungsweise die neue Abkürzung, die wir gefunden haben, ignorieren wir jetzt erstmal, weil ich mich wieder vertan habe. Supergeil. Ich glaube, da unten war es. Jo, glaube schon. Und zwar ist da bei einem Scheißhaus ja diese Gärtnerei-Geschichte gewesen. Also Zugang nur für Gärtner. Und das würde ich mir jetzt mal gerne etwas näher angucken, weil ich habe ja jetzt verschiedene Theorien. Jetzt muss ich kurz warten, bis die Spinne da vorbei ist, beziehungsweise außer Reichweite. Ja. Boah, das war knapp. Das war übermäßig stylisch. So. Und zwar genau das hier. Da mache ich jetzt mal kurz Stopp, um zu überlegen. Und zwar entweder heißt das nur für Gärtner, dass wenn ich hier alles vernichte, dass ich dann reingelassen werde, was jetzt ein bisschen nervig ist. Oder dass die Quest, dass das irgendwie mit der Quest zusammenhängt. Was ich jetzt aber nicht glaube, denn die Quest ist erfüllt. Und wir haben nach wie vor noch keinerlei Anzeichen von einer Treppe. Beziehungsweise von einer Leiter. Darum fackel ich jetzt erst einmal den Kokon ab. Den Kokon. Kokon! Und schau da mal, was passiert. Er braucht jetzt Unmengen an Feuerbälle. Habe ich auch genug Rotessenzen? Jo, habe ich. Habe ich genug Pfeile? Das könnte vielleicht interessanter sein. Oh, es müsste gehen. Ja, wir machen jetzt mal wieder Bogen-Action. Hat man schon lange nicht mehr. Ja, komm, aus, weg da, ab, deanvisieren, so. So. Jetzt zack, den nächsten. Einfach schießen, irgendwas trifft man meistens. Meistens, dachte ich. Na? Okay, anscheinend scheint das nicht so zu sein. Es scheint ihm so, dass dem nicht so scheint. Wir müssen bald wieder Pfeile verbraten. Alle Pfeile verbraten haben. Na, komm schon. Oh, Herrschaftszeiten. Wenigstens triff ich etwas. Sag mal. Lass mich raten, ihr seid alle der Auserwählte und heißt Nero. Ja, jetzt haben wir keine Pfeile mehr. Super. Perfecto mundo. Okay, dann. Wieder hier. Na. So. Shit, das war knapp. Ich habe gehofft, dass das auch ohne ging. Aber gut. So viel zum Thema Style. Komm schon. Die letzten beiden. Na. Rosch auf Zeiten, hä. Und was, ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter und sammle auch gleich mal die Kiste ein. Magische Essenz, sehr schön. Na? Das machst du mit Absicht, gell? Okay, und... Nee, das ist zu nah. Bist du nah? Na, komm schon. So, und der letzte jetzt noch. Das letzte Drecksbiest. Komm schon, näher, näher, näher. Yes! Tatsächlich. Warum ich nicht das erste Mal drauf gekommen bin, ich weiß es nicht. Okay, dann haben wir Pots hier. Weißer Marmortopf, endlich! Wir haben den weißen Marmortopf. Yeah! Okay, wir gehen auch gleich speichern und heilen. Heilen. Da wir im letzten Part die Abkürzung geschaffen haben, sollte das jetzt ein wenig sinnvoller gestaltet sein. So.
Dann gehen wir auch gleich die Abkürzung zum grünen Geist. Zu The Green Ghost. Holen uns die Alraune, weil die war ja schließlich... Wir sollten die ja nur rauszupfen, wenn wir einen entsprechenden Marmortopf haben. So. Was da oben war, was war ja da noch? Okay, muss ich ja hin, ne? Oder ne? Alzheimer. Ich glaube, das da oben, naja, da ja klar, ich erinnere mich. Ich habe Alzheimer. Das hat man ja schon mitbekommen. Dann zupfen wir mal dieses Nachtgewächs. Alraune in Marmortopf. Gut, wir haben es geschafft. Endlich! Endlich! Das war ja mal ein Theater. So, dann holen wir uns die Kraft der Heilung. I feel my powers returning to me. And everything thanks to you, young friend. I, Spirit of Healing, grant you the knowledge of healing. Let your eyes and your heart understand the books of curative magic, and may you use it with wisdom and honesty. The magic of healing has been added to your character page. You are now able to use healing spells and increase your skill in healing magic when gaining levels. Endlich! Verlernt der Heilung zweimal. Hab ich da gerade was verlesen? Nee, hab ich nicht, zum Glück. Weil wenn wir den schon gehabt hätten... Hatten wir. Aber gut, jetzt haben wir erst... Oh, du... Gibt's da wenigstens irgendeinen Boni drauf? Zauber befindet sich schon in deinem... Okay, jetzt haben wir wenigstens die Fähigkeit mit der Charakterbogen. Wir haben ja nach wie vor vier Punkte. Und da waren wir ja so mehr oder minder am Streiten, inwiefern wir das verteilen. Und zwar wegen den Zaubern. Gucken wir erstmal den Heilung. Drei grüne Essenzen Stufe 1. Das ist schon gut quälig. Jetzt mal kurz Checker. Das hier war Eiszauber. Jo. Dann wollen wir mal den Eiszauber durch den Heilzauber ersetzen, weil das ist doch ein bisschen interessanter. So. Und dann suchen wir mal gleich, wo wir ihn ausprobieren können. So. So, genug so gesagt. Lass es so sein. Drei. Damit hier schön draufklappelt. Hier, hau mal drauf. Nochmal. Das heißt draufklappeln. So, jetzt halt. Und jetzt testen wir mal, wie viel das hält. Naja. Naja, Relation. Okay, jetzt sind wir vergiftet. Heilt auch das der Zauber? Nö. Er entgiftet auf jeden Fall nicht. Das ist schade. Schade. So, aber wir haben jetzt keine Aufgaben mehr. Hm. Wisst ihr, was das heißt? Game saved. Wir haben grob gesagt den Garten durch. Eigentlich schon. Okay, dann wollen wir jetzt noch ein bisschen Vorbereitungen machen in puncto Heilung und so weiter. Wir haben jetzt zwar den Zauber... Wobei, ich würde sagen, da wir jetzt sowieso den Zauber haben, ist das mit dem... Ja, wie soll man es sagen... Ja, mit den Heiltränken jetzt eher etwas irrelevant. Zumindest möchte ich es jetzt mal ausprobieren. Ich möchte ausprobieren, wie sehr kann man den Heilzauber bzw. die Heiltränke vom Heilzauber ersetzen lassen. Hm. So, jetzt sortieren wir das nochmal kurz, damit ein bisschen Ordnung stattfindet. Wo war die Muschel teleportiert zu Zorans Küche? So. Dann kaufen wir bei dir entsprechend die Essenzen, weil ich... Die sind zwar schon gut teuer, du. So. Und rote Essenzen dürfen auch nicht fehlen. Weil wir sollen gegen einen Baum antreten. Der Sira hat ja gesagt, dass der ja eigentlich nichts in der Richtung helfen sollte, weil Bäume sind immun gegen Äxte und man sollte sie mit Pfeil und Bogen angreifen.
Warum sollte er uns jetzt helfen? Okay. Dann kümmern wir uns mal ganz gemütlich darum, eine Axt nochmal herauszusuchen. Stufe 5 Äxte, genau, da war was. Charakter Äxte 4. Das heißt also, wir kriegen jetzt erstmal hier einen Punkt, damit wir die Axt nämlich verwenden können. Und somit unsere Stufe 3, 95 Schaden mit Hastzauber, unsere Stoßaxt, ersetzen können. Und durch eine 145er Schaden-Axt ersetzen können. Das heißt also, jetzt müssen wir mal kurz gucken, welche von den... Die sind sogar besser als die Streitkolben. Das heißt, wir ersetzen sie auch gleich. So. Gibt es hier sonst noch irgendetwas Interessantes? Aha. Opfer in den Huhn. Das hatten wir schon. Die Ratchet & Clank-Waffe. Dann noch andere Check-Up-Sachen. Er hat zum Verkauf. Das ist jetzt eher irrelevant. Ich könnte aber gucken, ob wir, weil wir ja bei der Heilzauber ja keine Vergiftungen heilt, könnten wir nochmal kurz in die Küche gehen. Ich habe das gerade ein bisschen verpennt. Tut mir leid. Und gucken, ob wir irgendwelche Heilgeschichten machen können. Hier, Gegengift. Sehr gut. Aber so viel grüne Essenz. Gut, da müssen wir halt jetzt noch welche kaufen. Regeneration nehmen wir auch gleich mit, weil wir haben. So. Zum Not. Vorsichtshalber nochmal ein paar mit. Kann ja nie schaden. Hier nehmen wir auch nochmal ein bisschen was mit. Und dann wieder zurück. Die letzten Vorbereitungen an sich erledigt. Jetzt muss ich überlegen, schaffe ich das noch in dem Part? Werden wir sehen, werden wir sehen. Werden wir sehen. Gut, auf jeden Fall. Jungs, Mädels. Ab, wir wollen einen Baum töten. Wir wollen abholzen. Oha. Alter, sieht das scary aus. Hier. Kannst gleich Feuer haben. Hui, hui, hui. 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 Okay, aber gleich mit Feuer hinterher. Anscheinend scheint das zu stimmen, was er gesagt hat. Also, was ich gesagt habe und was Sira nicht gesagt hat. Hier. What the? Okay, diese grünen Bällchen scheinen doch ein bisschen effektiver zu sein. Hui, hui, hui. Boah. Hui. Boah. A la Matrix. Wait, was macht er jetzt? Shit, 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 heilen. Ach nö, hör auf mit dem Scheiß. Das ist nicht lustig, Freundchen. Das ist nicht lustig. Ja, ist hier Filmball. Also mit dem Heilzauber kommen wir da schlecht hinterher. Na? Ui. Nein. Er schafft's Zeiten. Ja. Hui. Konzentration. Fokus, Fokus. Es geht zwar viel in die Hose, aber mehr könnte auch gehen. Könnte immer mehr gehen. Ja. Ne, das hat jetzt nicht gereicht, um zu springen. Zuspringen. Ja, ich weiß, das ist. Nein. So, und, ja, und, Sternschauer, mein Freund. Pokémon-Attacke Nummer 1, die immer trifft. Nein. Fünfmal. Gut. Ja. Noch mehr Feuer nach vorne gehen, damit er weiter nach unten zielt. Ja. Hier brennt, mein Freund. Wursch. Weiter nach vorne. So. Magische Essenz, das ist sehr schön. Oh, oh. Ah. Heil. Ich weiß, dass es eine scheiße Idee ist, an der Stelle jetzt zu heilen. Vier. Klöppeln wir schnell was rein. Boah.
Nein! Aus! Sitz! Jetzt macht er noch mehr Moskitos. Ja, ist das denn die Möglichkeit, hä? Ja. Aus dem Weg, ihr Drecksbiester! Nein! Ah, hier gibt's einen toten Winkel. Sehr interessant. Autsch, 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 heilen. Er ist, glaube ich, irgendwo stecken geblieben, aber das funktioniert gar nicht mal so schlecht. Leute, das funktioniert überhaupt nicht schlecht. Hm. Okay, jetzt mal kurz überlegen. Rolle der Ausleuchtung. Nahkampf, Hitze-Aura. Aha, Nahkampfmeisterschaft, Rolle der Rückkehr. Bogenmeisterschaft. Gibt's da sonst so irgendwelche Orkstärke, Geistform? Geistform, die wäre jetzt nicht ganz uninteressant. Okay, da gehen wir mal eine Schnelltaste. Und zwar die Geistform soll auf die 6. So. Und was auch noch interessant sein könnte? Heilung, Poisoned Arrow, ne? Okay, das reicht jetzt erstmal so, den Rest übernehmen wir übers Inventar. Beziehungsweise habe ich überhaupt Zeit dazu? Ne, ich lege jetzt mal die Hitze-Aura nochmal auf die 7. Bestimmte Menge ablegen. Okay, ich dachte jetzt schon, wo kommt jetzt die extra Option her? 7. Und probieren wir es jetzt nochmal. Und zwar nach wie vor mit Max. So, und jetzt komm, elender Baum. Mach mal Wind weg. So, jetzt halt. So. Na, komm schon. Ui. Ui. Ja, fix. Sternschauer trifft immer. Alter, das geht verdammt gut, wenn man das weiß. Na, nix geworden. Hey, diese Stachelbällchen, die schützen mich sogar. Vor diesen Drecksbiestern, wie geil ist das denn? Na? Das Schlimmste, was hier eigentlich noch gibt, sind diese Sternschauer-Attacken hier. Ja, komm schon. Konzentration. Hier, nein. Na gut, der Hieb wurde nix. Was zum... Er war schon hinterm Baum. Ja. Sacke Zement. Warum braucht er so lange, um diesen Zauber zu wirken? Ja. Ui. Ui, ja, ich weiß, Rüstung beschädigt und so. Ah, Moment. Habe ich jetzt gerade Zeit? Moment. Hier ist es relativ sicher. Am Fuße des Baumes ist es am sichersten, so wie es aussieht. Ja, ja, ich weiß. Ja, das war so knapp. Dieser Zauber braucht etwas zu lang, um wirklich effektiv zu sein. Schade eigentlich. Das heißt, wir können uns nicht ganz auf den Zauber verlassen. Gut, dann hole ich jetzt nochmal ein paar Fledermausflügel, damit das Ganze nicht etwas klassischer vonstatten geht. Schade eigentlich. Ich hoffe, dass durch das Aufhöhen des Skills vielleicht auch die Zeit irgendwie sich verringert, in der der Zauber gewirkt wird. Wäre zumindest immens praktisch, dass die Heilung pro Sekunde sich etwas erhöht. Na? Keine Fledermausflügel. Das heißt, es werden wieder nur kleine Tränke. Anscheinend werden es bloß kleine Tränke. Juhu. Okay. Aber damit habe ich jetzt schon recht überzogen. Und zwar weitestgehend überzogen. Ich mache jetzt noch schnell in die Mine, hole die restlichen Filtermausflügel, gehe dann gleich in die Küche, mache die Tränke, komme dann wieder her und wir treffen uns nächsten Part hier an der Box. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Fette Gott.